Und dieses Thema möchten wir gerne vertiefen mit Wolfgang Richter, Oberst AD und Experte für Sicherheitspolitik. Einen schönen guten Tag, Herr Richter. Schönen guten Tag, Frau Liefeld. Können Sie uns die Hintergründe für die Teilmobilmachung etwas näher bringen? Es hätte ja auch eine Gesamtmobilisierung stattfinden können. Warum ausgerechnet diese Gruppe von 300.000 frischen Soldaten? Ja, zunächst mal muss man festhalten, dass die russische Führung eingesehen hat, dass ihre sogenannte Spezialmilitäroperation alles andere als gut läuft. Sie haben eine erhebliche Schlappe hinnehmen müssen, jetzt schon zum zweiten Mal, und das ist weitaus ernsthafter zu nehmen als diese erste vor Kiew im März und April. Und das bedeutet, wie das ja auch gerade schon durchklang, es fehlen ihnen Kräfte. Sie sind mit zu wenig Kräften dort hineingegangen. Sie haben die Kampfkraft der Ukrainer völlig unterschätzt, aber auch ihre eigene Kampfkraft und Fähigkeit zu führen überschätzt. Nun fehlen ihnen Kräfte, die müssen sie generieren. Das tun sie durch eine Teilmobilmachung. Das ist nicht populär und das ist auch mit innenpolitischen Risiken verbunden. Ich glaube, deswegen haben sie auch noch keine Vollmobilmachung ausgerufen. Aber sie wollen und müssen mehr Kräfte zusammenbringen, um eine zumindest Gegenoffensive oder eine Stabilisierung der Frontlinie zu erreichen. Und sie begründen diese Teilmobilmachung wahrscheinlich politisch jetzt damit, dass sie in einem tatsächlichen Krieg stehen. Also diese Diktion wird jetzt geändert. Und das kann man dadurch begründen, dass man mit Scheinreferenten ganz schnell Gebiete annektiert, sie zu russischem Territorium erklärt und dann behauptet, Russland werde angegriffen. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.